Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin's, der Blacky. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir spielen den LS19 und versorgen jetzt erstmal die Kühe. Genau. Dafür hängen wir jetzt gleich erstmal die Ballengabel an. Streuen hier den einen Ballen Stroh noch rein. So. Schön liegen bleiben. Hier gucken, ob er komplett reingeht. Mal gerade bei den Kühen. Jo, das füllt sich alles hier schön. Wasser haben wir in der letzten Folge aufgefüllt. Und wir gucken mal, ob wir noch ein bisschen Mischration vielleicht reinpacken können. Und beginnen dann auch natürlich mit der Ernte unseres Feldes. Auch wieder höchste Zeit, dass wir das machen können, auf jeden Fall. Überall schön Stroh rein. So, mit den Ballen eingestreut. Stellen wir die ganze Gerätschaft hier drüben wieder hin. Jetzt auch keinen im Weg. Ja, das Heu, was hier liegt, das muss ich demnächst mal in den Fermentierer packen. Oder eher gesagt hier in das ja, ist Futtermischer. Aber zuallererst fahren wir mal schnell, nehmen wir uns den kleinen Anhänger mit zum Landhandel. So, hier die Palettengabel noch mit und holen da ein Sack oder ein IBC-Behälter voll Saatgutbeize, dass wir unser eigenes Saatgut produzieren können, richtig. So, dann muss ich mal kurz hier aussteigen, den Gator eine zurück, ein Stückchen vorfahren. Wir nehmen uns einen kleinen Anhänger mit. Dann haben wir auch wieder 500 Liter Butter hergestellt. Die müssten wir eigentlich auch noch mal umpacken in Tonnen. Ich sage, wir haben so viel Zeug, Eier können wir verkaufen. Da haben wir auch zwei, drei Kartons voll. Wie gesagt, also das müssen wir alles jetzt demnächst mal in Angriff nehmen. Aber jetzt holen wir erstmal die Saatgutbeize. Dann würde ich gerne hier noch ein paar Kühe auf die Weide stellen, dass wir da auch welche stehen haben. Aber das kriegen wir alles mit der Zeit. So, jetzt nochmal die Innenansicht. Na, dann werde ich die. Ich denke, dass ich es vielleicht heute noch mache oder morgen noch mal ein paar Tutorials aufnehme. Habt ja ein paar Kommentare dagelassen, was ich euch noch zeigen soll. Und das werde ich natürlich auch machen. Dann werde ich dann hier und da noch auch ein anderes Tutorial aufnehmen, auch eins zusammen beim Multiplayer mit dem Thomas. Jo. So, gehen wir erstmal kurz rein. Ja, moin, ich bin's. Ich hätte gern zwei IBC-Behälter voll mit Saatgutbeize von BASF. Ich gucke gerade mal im Katalog. Da haben sie da
Ja, genau, die Rubin-TT. Zwei Stück bitte. Jawohl. Vielen Dank. Ach, ich sehe, sie haben ganz neu so eine Eierpalette. Was macht die denn? Ja, okay, dass die automatisch dann eingelagert, eingesammelt werden. Das ist ja ganz cool. Aber vielleicht werde ich mir demnächst mal so eine Palette holen. Okay, Dankeschön. Tschüss. Auch immer sehr nett, die Frau. Oh, ich sehe gerade, das passt aber nicht so von der Höhe. Ah ja, egal. So, stellen wir den Computer ab. Und laden Saatgutbeize auf. Aber ich mache auch nochmal ein Tutorial hier über die, wie man das Saatgut alles herstellt. Wird alles kommen. So, wie ist es denn klüger, die aufzuladen? Das so? Denke ich mal, sollten wir alle beide drauf kriegen. Hoffe ich mal. Ein Stück rüber. Stellen wir sie nochmal vernünftig drauf hier. Naja, dann sollten wir so beide mitkriegen, denke ich mal. Genau. Mal den einen noch hier. Na komm. Jetzt ein Problem hier. So. Kleines bisschen buggy hier. Geht. Kleines bisschen höher. Bam. Ja. Noch Spanngurte drum. Edifa. Na, dann müssen wir das Förderband müssen wir noch in Stellung bringen und dann vom Förderband in den Saatgutbehälter müssen wir dann in den Saatgutmischer müssen wir dann das Saatgut reinschütten, weil so direkt oder mit der Schaufel, das würde auch gehen. Ja, dann können wir das Saatgut, denke ich mal, einmal direkt überladen in die Sämaschine oder, glaube ich, in Big Packs abfüllen. Da müssen wir dann aber nochmal gucken. Aber ich denke mal, wir lassen das dann da drinnen. Wird ja nicht schlecht. Und füllen es dann immer so direkt dann in die Sämaschine. Vielleicht verkaufen wir auch ein bisschen was an Saatgut. Mal gucken. Je nachdem, wie viel wir herstellen. Gucken wir uns die Maschine gleich mal kurz an, wie viel Liter da reingehen. Genau. Hier rein.
Buch. Erst die Spanngurt abmachen. Gucken wir uns die Maschine erstmal an. Und zwar geht da rein. Jo. Was wir jetzt wüssten. Ne? 20 Sekunden dauert das nur. Okay. Gut, machen wir dann gleich. Wenn wir hier alles bewirtschaften wollen, du, wir haben alle Hände voll zu tun, ne? Stellen wir die davor, stellen den anderen Behälter oben drauf, würde ich sagen. Dann falsch. Und Ecke rein, genau. Okay. Was ist denn jetzt hier los? So da rumpacken. Perfekt. Ah, okay, dann müssen wir füllen. Weizen. Geht aber ganz schön was rein. Gleich beide Behälter rein, dann sind die auch wieder weg. Wenn wir demnächst wieder Beize kaufen. Gut, Beize ist drin. Nehmen uns jetzt hier den Pfand. Und holen ein bisschen Saatgut. Oder eher gesagt Körner. Das müssen wir dann gleich mal gucken. Über Abend, wo wir von am meisten haben, das wird dann genommen. Und gut ist der Käse. Ja, hier hinten so eine Ausfahrt wäre noch geil, dass wir dann da direkt drüber fahren könnten. Aber so geht's auch. Gravierend. Vielleicht das Förderband auch noch rüberfahren. Das hatte ich hier schon hingestellt für unser Kompost, den wir demnächst auch verkaufen wollen, wenn er fertig gegart ist. Oh, das machen wir mal so. Ja, 10.000 Liter würde ich sagen, wenn die reingehen. 8, 10. Liter Weizen sollten wir erstmal eine lange Zeit mit hinkommen.
Ja, müssen wir mal gucken, wie das Mischungsverhältnis ist da vom Saatgut zu Weizen. Dann die 10.000 Liter wirklich die Dings brauchen. Hoch. 4.000 Liter, die wir gekauft haben, wird sich dann rausstellen, wenn wir quasi fertig sind. Gucken wir uns gleich dann direkt an. So, dann stellen wir den erstmal hier hin und switchen rüber zum Förderband. Dass man hier noch kippen oder sowas. Das brauchen wir natürlich nicht. Genau. Ich habe mal das Mikro näher rangeholt. Ich hoffe, dass man das nicht gehört hat in der Aufnahme. Aber ich denke nicht. So, das sind wir auch schon. So, mal gucken, wie wir das jetzt am klügsten hinstellen. Auf jeden Fall die Kiste schon mal hoch machen. Also ein bisschen ausfahren. Müssen wir dann gleich mal gucken, wie weit wir so sehen. Jo, haben wir noch ein kleines Stückchen rein. Gut. Machen B. Und fahren den rückwärts dran und lassen es mit dem Kornschieber draufrieseln. Links, rechts, Kornschieber, genau. So. Ah, okay, guck mal, der hat ein Mischungsverhältnis sogar, wie man das am besten. Okay, gut zu wissen. Ich hoffe, das schickt, wenn nicht, müssen wir noch mal was holen. Oh, was ist denn hier passiert? So. Sollten wir jetzt die B-Line machen? Das schickt uns die Beize nicht. Was macht er denn als weiter hier? Gut, ist noch im Verhältnis. Motor starten, Seedmaster anschalten. 40 Sekunden wird es dauern, dann ist Saatgut drin. Jetzt ist aktuell noch Weizen. Vermischungsverhältnis seht ihr, ja, passt auch alles. Gucken wir uns die ganze Geschichte mal an. Was hat er hier mit der Maussteuerung? Tatsächlich fertig. Das ist Saatgut. Jo, das war doch geil. Gut, das war's dann auch schon. Wir laden das jetzt hier noch in Anhänger wieder zurück. Wir können es auch den. War das hier kurz stehen? Machen wir mit dem Frontlad auf jeden Fall.
das kurz hier stehen, das Band. Also habt ihr gesehen, ungefähr 9.500 Liter Weizen oder Körner für 4.000 Liter Saatgut, Beize. Also das ist eigentlich so ganz gut, das passt auch. Jo. Gut, da sind wir auch schon leider wieder am Ende. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch bitte ein Like da. Und natürlich für neue Zuschauer ein Abo, wenn ihr mehr sehen möchtet. Ich wünsche euch noch einen schönen Montag. Bis denn dann, euer Blacky. Ciao.